Hallöchen und herzlich willkommen hier im Verschneiden Nirgendwo bei einer neuen Runde City Skylines mit den Industry DLC und natürlich, wie ihr sehen könnt, den Snowfall DLC. Passt jetzt zur Jahreszeit. Ich habe mal wieder richtig Lust auf City Skylines und hier mit dem Schnee, das sieht ja echt geil aus. Sogar auf den Steinen ist Schnee, die Bäume sind voller Schnee. Richtig cool gemacht. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und bauen ein bisschen eine Stadt. So, bei mir, ich mache immer Städte eigentlich, die plane ich nicht so doll. Weil Städte müssen halt von innen heraus wachsen. Also wird halt dann immer mal wieder viel abgerissen. Aber das kriegen wir schon hin. So. Da. Und ich bin halt auch nicht so der Fan von den amerikanischen Schachbrettmuster. Ich baue schon ein bisschen Schachbrett, aber eigentlich eher weniger. So, dann gehen wir mal hier lang. Wir müssen hier ans Wasser. Hier hinten können wir ein Industriegebiet hinmachen. So, erstmal brauchen wir, wie gesagt, die Grundversorgung. Einmal Wasser. Wasser fließt in die Richtung, das ist sehr gut. Also muss ich hier Wasser entnehmen. Und hier kann ich Wasser entsorgen. Die brauchen natürlich noch Rohre. Können wir gleich noch in die Stadt mit reinlegen. Dann brauchen wir natürlich ganz elementar wichtig Stromversorgung. Setzen wir die hier mit ans Wasser ran. Machen wir hier eine Straße noch hin. Dann nehme ich wieder die Straße. Knallen wir mal ein Kraftwerk noch hin. Was ist das für ein Kraftwerk? Ein Kohlekraftwerk. Benutzt Kohle zur Stromerzeugung. Erzeugt starke Umweltverschmutzung. Ja, das kann ich jetzt noch nicht ändern. Ich habe ja keine wirklichen Optionen, bis auf die Solar oder die Wind. Na, ne, Wind mag ich noch nicht. Die bringen ja nicht so viel. So, dann habt ihr auch alle Strom. Ihr habt Wasser. Und dann können wir eigentlich hier mal langsam starten. Hätten wir hier eine Viererkreuzung? Nee, das möchte ich nicht. Bauen wir hier hinten jetzt ein kleines Wohngebiet. So. Wohngebiet. Die brauchen natürlich auch Wasser und Strom. Und jetzt bekommt ihr noch Strom her hingeschickt. So. Müsst ihr theoretisch, wenn was gebaut wird, Strom haben. Ja, Bevölkerung, 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 die kommt dann. Und hier kann ich gleich noch weiterbauen. Ja, ihr kriegt dann Strom. Wenn hier was gebaut wird, habt ihr doch auch Strom. Dauert noch ein bisschen. So, mache ich mit Absicht keine Kreuzung, sonst ist dann hier noch so viel Verkehr. Vielleicht baue ich hier dann noch eine Brücke oder sowas. Mal schauen. So, dann brauchen sie bestimmt noch Industrie demnächst. Wir bauen ein kleines Industriegebiet. Das geht nach hier weiter. Schön nah am Wasser. Da hätten wir vielleicht Wohngebäude hinbauen sollen. Es gibt nur schöne Reiter bis jetzt. Zufriedenheit. Wasser und Strom und Verkehr. Verkehr müsste okay sein. Aber ich muss erstmal. Genau, das Budget kann ich ja noch einstellen. Wir haben ja eh viel zu viel Wasser für die paar Leute. Und viel zu viel Strom. Im Snowfall DLC haben wir jetzt natürlich die Temperatur, wir haben minus 12 Grad, das heißt, sie brauchen eh mehr Strom, denn die betreiben ihre Heizung noch mit Strom. Das ist nicht so kostendeckend, also ganz schön intensiv an Strom für mich. Theoretisch müsste ich ja mit Strom Geld machen, aber ich verkaufe es anscheinend den Leuten nicht, also die kriegen jetzt bei mir umsonst den Strom. Dafür zahlen sie halt Steuern nur, ne? Strom ist halt ja inklusive. In den Nebenkosten, in den Steuern mit drin. Das wäre schön, wenn es hier in der wirklichen Welt auch so wäre. So, dann hier ein bisschen Gewerbe. Die machen natürlich Lärm. Das ist dann für die Leute nicht so toll. So, und guckt euch mal die Gebäude an. Wahnsinn. Hier überall mit Schnee bedeckt. Sogar die Hecken voller Schnee. Echt, ist echt cool gemacht. Gut, Leute sieht man noch keine. Es sind noch zu wenig, die hier wohnen. Aber echt schon cool. Gibt's gar nichts. Das ist auf jeden Fall mal ein richtig schöner Städtebausimulator. Gab's ja noch diverse andere, die halt echt nicht so toll waren. So, hier wird Schachbrett. Nee, wird doch nicht. So, und dann können wir hier noch ein bisschen
In der Mitte können wir dann später einen Park bauen oder irgendwas, was jetzt keine Straße braucht unbedingt. So, und da kommt noch schon das erste Gewerbe. Was haben wir denn hier Schönes? Die Convenience Shop. Da gibt es Fertigprodukte. Restaurant, großer Happen. Mhm. Für den kleinen Hunger. So, was macht mein Tweety hier? Profi-Tipp, kein Salz in den Kaffee schütten. Schmeckt nicht, okay. So, da gucken wir mal beim Wasser. Ja, wir brauchen 4 und machen 36 Kubik. Wir verbrauchen 4 und haben 19. Das ist noch okay. Oh, jetzt kommt das erste Industriegebiet. Wie angegossen GmbH. Die machen alles so, dass passt. So, was gibt's denn hier? Wann gibt's denn? Oh, wir sind ein kleiner Weiler und das nächste gibt's. Ne, das nächste ist so kleine Weiler. Also wir brauchen 440 Bevölkerung, dann gibt es neue Gebäude, Grundschule, Arztpraxis, Mülldeponie. Oh, Schneedeponie, wir müssen anscheinend dann den Schnee von den Straßen räumen. Noch ist keiner drauf. Das heißt, wir bauen einfach mal weiter, wir bauen. Immer weiter bauen, Strom habt ihr, Wasser kriegt ihr. Soll ja keiner hier an Wasser leiden. Wasser, Wasser, Wasser. Strom ist okay. 9 von 16 Arbeitern, 0 von 12 Arbeitern. Leute, ihr müsst doch arbeiten gehen. Da kommt der erste LKW. Wo will er hin? Das sehe ich jetzt noch nicht. Okay, wir bauen einfach noch ein bisschen weiter. Ah, hier könnte man... Wurde hier noch eine Kreuzung? Ja, so viele Kreuzungen. Auf jeden Fall muss jetzt alles hier lang. Das werde ich dann auch damit verbinden. So. So, da haben wir das schon mal verbunden. Da haben sie zwei Wege ins Industriegebiet. Theoretisch können wir ja noch hier Einbahnspur machen, wenn der Verkehr extrem zunimmt. So, noch ein paar neue Häuser. Na, ich mach mal das lieber so. Dann kann ich genau bestimmen, wie viel ich möchte. Da bis ein bisschen was hin. Hier ist das Stromkabel. Oh, hier die Sonne, das ist ja auch geil. Da geht sie unter, müssen wir mal den Filmmodus wechseln. Herrlich. Spiegelt sich schön, die kleine Stadt hier im Vordergrund. Hier hinten die Brücke, die leuchtet auch echt cool. Echt ein tolles Spiel, so müssen wir es weitermachen. Nicht so viel hier, das Spiel lobpreisen, obwohl es echt, wie gesagt, ist klasse. Wir bauen noch ein bisschen mehr Industrie. Industrie, da mache ich immer Schachbrett, die muss... Darf nicht so viel Platz verbrauchen. Warum kann ich denn da nichts? Da möchte ich auch was haben. Naja, nicht schlimm. So, hier kommen neue Häuser. Die Franklin-Residenz. Und hier kommt die Hochland-Residenz. Und wie gesagt, eine Stadt, die wächst halt von innen raus. Erstmal gehen wir in die Breite und dann wird hier mittendrin mache ich dann höhere besiedelte Wohngebiete. Ne? Also nicht jetzt wie manche machen das dann außen und oben, aber so wächst ja eigentlich eine Stadt nicht. Theoretisch. Das ist auf einmal, das Zentrum wird vernachlässigt und wir machen hier drüben ein riesengroßes Gebiet. Das gibt's schon, aber das ist eher untypisch. Hier gibt es noch dicke Straßen, okay. Zweispurige Straße mit Gras, mit Bäumen, mit Fahrradwegen, cool. Aber da brauche ich noch viel, viel mehr Leute. Das heißt, wir müssen expandieren. Noch ein paar Straßen bauen. Machen wir jetzt hier eine Kreuzung? Naja, müssen wir ja irgendwann müssen wir mal eine Kreuzung machen. Können wir nämlich hier alles vollpflastern. So, habt ihr noch Wasser? Ihr kriegt Wasser. Einmal hier noch lang. Müsstet ihr eigentlich Wasser haben? Die haben ja auch alle Wasser hier. Hier habe ich noch nichts gebaut. Hier mache ich keine Kreuzung. Oh, wir parken schon die Autos und auch die Autos sind mit Schnee bedeckt, das ist ja richtig cool. Und die fahrenden Autos, oh, die ersten Leute. Die fahrenden Autos sind auch mit Schnee leicht bedeckt, einmal frei, aber die Scheiben sind frei, so muss es sein. So, es wird langsam dunkel.
Nachts müsste dann der Stromverbrauch eigentlich hochgehen, wenn die ganzen Lampen leuchten und die Leute müssen ja heizen, kommen jetzt nach Hause. Lake Valley heißt die Stadt. Okay, das werde ich noch umbenennen. Stadtattraktivität 0%, Bevölkerung 356, 103 Haushalte von 111, Arbeiter 179 von 274, keine Touristen, oh oh, keine Touristen. Na gut, können wir jetzt noch nicht erwarten, dass wir Touristen... Hallo, du hast Wasser. Du hast Wasser zu haben. Ne, noch ein Stück. Überlappt noch. Mhm. Machen wir das noch ein Stück weiter. Jetzt müsste ich da aber hinkommen. Na, dann müssen wir es halt überlappen lassen, ein Stück. Zack. Jetzt habt ihr Wasser. Ja, es ist zwar ein Kreisel, aber das hat halt vier Kreuzungen, ne? Das ist... Oder gibt es die Einbahnstraße? Geht er nur in eine Richtung? Der geht nur in eine Richtung. Ja, oder weiß ich nicht, der wirkt nicht so toll. Kann halt hier noch drehen. Hm. Wir bauen erstmal noch die Stadt ein bisschen aus. Hier müssen noch eine Straße hin. Machen wir es jetzt hier so eng, denn das ist ja dann nur der Schacht. Na, hier machen wir nochmal so. Ein paar mehr Leute noch. Habt ihr Wasser? Ihr bekommt Wasser. Was ist los? Wasserknappheit? Nö, Strom. Strom ist noch okay. Wir machen 277 plus, das ist schon ein bisschen was, noch nicht sehr viel, aber immerhin. So, noch ein bisschen Gewerbe. Industrie haben wir noch genug. Wow, unser Zuhause entwickelt sich schnell zu einer richtigen Stadt. Hashtag Good Times. So, und dann haben wir auch gleich, denke ich mal. Nee, dauert noch. Doch, haben wir schon, ne? Kleine Weile. Sind wir. Ich gar nichts mitbekommen, oder war es gerade diese Nachricht? Wir haben jetzt Grundschule, Arztpraxis, genau, und die Schneedeponie. Das heißt, wir müssen Deponien bauen. So, hier fährt ja die ganze Industrie lang. Auf der Straße. Machen wir die hier oben hin vielleicht. Theoretisch wäre jetzt hier drüben besser, aber jetzt hier noch eine Deponie hinbauen. Das soll eigentlich das Wohngebiet sein, aber am Wasser wäre halt auch Wohngebiet. Nicht schlecht. Gut, wir haben hier hinten noch Wasser. Ist okay. Wir machen hier Deponie. Deponie, Deponie, Deponie. Dort. Das ist einmal die Mülldeponie. Und dann brauchen wir noch die Schneedeponie. Die ist, glaube ich, beim Straßen... Ja, da ist die Schneedeponie. Zack. Und die braucht, glaube ich, Wasser und Strom. Und Strom, Strom hat sie. Strom haben sie beide, einmal frei. Stadt hat auch komplett Strom. Dann, was kostet ihr? 32 die Woche, 160 die Woche. Ja, bei Müll könnte man noch ein bisschen sparen. Wenn halt komplett abgeholt wird. Das brauche ich noch nicht so viel. Strom kann ich wieder ein bisschen höher drehen. Wie gesagt, Budget ist halt wichtig, muss man halt im Auge behalten. So, und da kommt schon wieder ein neues Haus. Die Magnolienresidenz. Alles nur Residenzen. Denen geht's gut. Das ist sehr schön. Die sind halt alle ungebildet. Wir brauchen eine Schule. Was haben wir denn hier? Die Grundschule oder die freie Grundschule. Eine kleine und sichere freie Schule. Hier werden Kinder unterrichtet und zu gebildeten Erwachsenen. Eine Alternative zur Grundschule. Möchte ich die Alternative oder möchte ich die normale Grundschule? Die ist halt billiger, die normale, ne? Ja, das wird hier kein Bonzenviertel. Machen wir erstmal die normale Grundschule. Da habt ihr alle schon mal eine Schule. Hier kommt dann noch eine Straße hin. Zack. Und hier noch Wohngebiete. Die Schule steht. Dann bauen wir hier mal eine kurvige Straße. So.
Machen wir hier an der Schule hinten ein bisschen Gewerbe. Da soll keins hin. Da auch nicht. Die reichen als Gewerbe erstmal. Oh, da geht wohl die Sonne auf. Oh ja, da geht sie auf. Oder unter. Ist das Osten? Theoretisch. Und hier so. Ich habe jetzt keinen Kompass. Naja, egal. So, wir haben 551 Einwohner. Wir brauchen 850 für das würdige Dorf. Dann gibt es Stadtviertel, die Feuerwehr, die Polizei und einzigartige Gebäude und Spezialisierungen. Richtlinien auch noch. Oh, das gibt noch richtig viel. Kein Strom? Doch. Aber zu wenig. Wir müssen mehr in Strom investieren. Budget anheben. Machen wir gleich mal auf 100%. So, haben wir 100%. Verkehrstechnisch, wie sieht's aus? Na, hier ein bisschen geht zu weit. Wir haben nur Rast 500 Einwohner, da kann doch nicht so viel passieren. Gesundheit, jo, das ist nicht so toll. Verschmutzung, ja, war ja klar. Lärm, wie gesagt, Gewerbegebiet macht halt Lärm, ne? Die machen halt noch mehr Lärm. Die brauchen mehr Arbeiter. So, dann können wir hier eigentlich die Straße weiterbauen. Wie weit machen wir die denn? Einmal, zweimal weiter. Und machen dann hier wieder so eine Straße. So. Machen wir hier noch ein paar Wohnungen hin. Oh, jetzt kann ich wieder größer machen. Hier mache ich komplett... mache ich hier Wohnungen? Die machen einfach wieder Lärm. Ich mache dir noch Wohnung. Sorry, du musst wieder abgerissen werden. Hier kommt Wohnung hin. Die lasse ich mal noch für Arztpraxis ein bisschen Platz. Vielleicht hier noch für Feuerwehr. Ja, komm, wir machen mal so ein bisschen Dienstleistungssektor. Also öffentliche Dienstleistungen. Ihr könnt weg. Wo mache ich dann Gewerbegebiet hin? Hier unten noch, da wird hier unten immer mehr Verkehr. So, hier wollen sie alle raus. Mache ich hier noch eine Kreuzung hin? Ich mache erstmal jetzt hier weiter Gewerbe. Ob ich dann noch eine Kreuzung mache, überlege ich mir. Weil viele Kreuzungen bringt halt viel Stau. Nehmen wir füllen damit auf. Zack, zack. Ja, hier zack, 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 zack. Zack. Fertig. Wasser bekommt er noch. Hier oben bekommt auch noch Wasser. Muss die Maus, da ist die Maus. So, da lang. Hier so runter. Noch ein Stück. Und dann hier lang. So, später kann man dann auch irgendwie die Heizung verbessern. Also man kann dann theoretisch warm Wasser lang schicken und dann heizen die mit dem warmen Wasser, was ich produziere. Dann brauchen die keinen Strom mehr so viel. Aber das dauert noch ein bisschen. So, wir bauen neben die Schule noch die Arztpraxis. Wir haben 930 plus. Ja, die kommt auch überall hin. Dahin, dorthin. Hier ein bisschen Platz lassen für den Park. Ne, haben wir nicht. So, da kommt die Arztpraxis und alle sind zufrieden. Schulbudget, das können wir eigentlich runterschrauben. Schrauben wir erstmal runter. Gehen sie nachts in die Schule? Das wäre jetzt die Frage. Ob ich nachts halt runterdrehen kann. Na, wir lassen das mal so. Pari pari. Arzt auch ein bisschen runter. Wir haben noch nicht genug Einwohner. Dass der Arzt komplett ausgelastet sein muss. Oder ist. So, hier Gewerbegebiet. Gleich wieder voll gepflastert. Was haben wir hier Schönes? Pop Soda! Und Go Nuts Donuts! Natürlich, wer kennt sie nicht? Ungebildete. Brauchen nur ungebildete Leute. Oh, nein, nicht historisch. So, Industrie. Boah, hier ist schon wieder Smog ohne Ende. Das ballert ja auch raus hier. Oh, es schneit. Cool. Krieg ich jetzt erst mit. Das ist ja richtig klasse. Das ist echt cool gemacht. Wenn jetzt die Jahreszeit noch im Wechsel wäre, das wäre richtig klasse. Es ist jetzt nur Winter, ne? Die komplette
Aufnahmesession ist dann halt nur im Winter. Auf jetzt schon. Klasse. Was haben wir hier? Das ist so gelb. Okay. Ressourcen bestimmt. So. Wind. Hier können wir dann Windturbinen hinbauen. Verkehr. Oh, da ist ein bisschen was los. Hier mal die Viererkreuzung. Aber die können ja auch dahinter ins Industriegebiet. Ja, noch ist okay mit dem Verkehr. Hier ist noch kein Rush Hour oder Stau. Die kommen ja alle durch. Weil die müssen halt hier lang und dort lang. Wie gesagt, das sind ja theoretisch Einbahnstraßen. Nein, die kann ich nicht Einbahnstraße machen. Weil dann müssen ja, wenn die weg wollen. Ne, fahren sie nur so. Aber denen, wenn die ja in die Stadt rein wollen, dann müssen die ja hier drauf und dann kommen sie ja nicht wieder runter. Ne, das lassen wir erstmal so. Ab da könnte ich theoretisch Einbahnstraße machen. Upgraden. Upgraden. Ne, wir drehen das um. Rückgängig. Möchtest du in die andere Richtung? Mal. Ja, ich weiß doch, so gut. So. Dann haben wir hier Einbahnstraße und dort Einbahnstraße. Wir müssen sie halt hier irgendwie drehen. Das kriegen sie schon hin. Dinoöl. Okay. Parkplätze wären auch nicht schlecht, dass die Leute nicht ihre Autos da immer abstellen an den Straßenrand. So, wir haben aber nicht genug Geld. Wir machen zwar genug, aber wir haben nicht genug. Brauchen wir noch ein bisschen Gewerbe. Wird eh gerade gebraucht. Könnte ich hier jetzt noch eine Kreuzung anbinden. Weil da können sie eh nicht lang. Und die könnte ich halt auch zur Einspurigen machen. Weil da können sie dann nur da lang. Wir sind ein würdiges Dorf, einwandfrei. Wir haben Richtlinien, Feuerwehr, Polizei und Spezialisierung freigeschaltet. Was brauchen wir als nächstes? Die winzige Kleinstadt, 1300 Bevölkerung. Da gibt es dann Park und Plätze. Einwandfrei, Parkrichtlinien, Gebäudestufe 2, neue Straßen, Industriestraßen, okay, Kanäle, Zäune, was es nicht alles gibt. Und ohne Ende Parks, Oberschule und ein Lagerhof. Für Güter und Produkte, für Lern- und Ausgewogen, okay. Die lokale Regierung hat grünes Licht für die Erweiterung der Stadtgrenzen gegeben. Hashtag Crown City. Wir könnten jetzt ein neue Karre kaufen, aber hier ist noch so wenig bebaut. Das lohnt noch nicht. So, wir bauen mal jetzt hier noch weiter. Muss ich die Straße erweitern. Digitale Uhren feiern diese Saison ein Comeback. Die Zukunft von gestern sind die Klassiker von heute, sagen Modedesigner. Hashtag Fashion, Hashtag Design. Die mit ihren Hashtags, hier hat mir jetzt schon gesagt. Hashtag kein Bock auf Hashtags. Ah, kann noch ein Stückchen weiter. Noch ein Stückchen weiter. Dann müssen wir hier ein Stück weiter. Da muss der Bogen muss noch ein bisschen besser werden. Ja, so ist okay. Können wir hier noch ein paar Leute hinbauen? Leute, nicht das. Zack, 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 zack. Jetzt können wir wiederkommen. Industriegebiet. Oh. Wie ist denn da die Luftverschmutzung schon in dem Bereich? Lärm. Die Verschmutzung nicht geht. Lärm ist okay. Feuersicherheit, die ist nicht gegeben. Kommt noch. So, Wasser. Wasser haben sie eigentlich alle.
Ihr kriegt noch so ein bisschen Wasser. Und wir bauen mal eine Feuerwehrwache erstmal. Die kommt eigentlich... Hm, hier ist noch besser. Da kommt sie fast überall hin. Bauen wir hier mal eine Feuerwehr. Reicht es noch für eine Polizei? Ja, reicht noch. Dann können wir die hier hinbauen. Da kommt sie auch... Da ist sogar noch besser. So, und wir haben nur noch 680 Cash. Das heißt, wir müssen sparen. Könnten noch ein paar Wohnungen etablieren. Zack, zack, zack. Hier noch ein paar hin. Haben wir so einen schönen Kreisbogen. Das hätten wir jetzt als Kreisel komplett machen können eigentlich. Hier nochmal das gleiche. Und dann in die Richtung nur da lang und so dann da lang. Na, das kann ich dann später noch alles optimieren und Effizienz machen. Effizient. Erstmal noch ein bisschen Industrie. Brauchen wir auch schon wieder. Jetzt können wir die Normalstraßen nehmen. Zack, zack und dann hier noch Industrie. Industrie 4.0. Das ist okay. War hier Industriegebiet? Ja, dann brauchen die da Wasser. So, ihr habt Wasser. Wie sieht's aus mit dem Strom? Verbrauch 42. Erzeugung ist zu wenig. Wir müssen den Strom noch ein bisschen höher drehen. Drehen wir mal auf 130%. Wasser drehen wir auch ein bisschen hoch. Was sagt die Schule? Schule könnten wir auch schon wieder ein bisschen hochdrehen. Das werden wir noch machen. Drehen wir die Schule noch ein Stückchen höher. Bildung ist ja immer gut. So. 215. Und da hinten ist kein Wasser. Sag das doch. Das kann ich doch abstellen, den Mangel. So. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Wir machen einen kleinen Cut erstmal. Wir gucken uns mal schön. Oh, hier ist das Polarlichter. Das ist ja auch richtig cool. Wir sind halt im hohen Norden, weil ja nur Schnee liegt. Und wir gucken nochmal schön durch die Stadt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge bei einer weiteren Folge City Skylines mit mir, eurem Rob, im Industrie- und Snowfall DLC. Bis dahin. Tschüss.